Hallo Leute und willkommen zu diesem Video. Das Video hier ist tatsächlich mein allererstes Book-Only-Video. Also das erste Video, wo ich nur über Bücher rede und kein Vlog und keine anderen Themen drin vorkommen. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ich wollte heute nämlich darüber reden, welche Bücher ich im August gelesen habe und welche Bücher ich vorhabe, im September zu lesen. Also ein schönes Wrap-Up und ein TBR quasi. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Ich habe im August 5 Bücher gelesen, was pretty much mein Durchschnitt ist. Also ich schaffe eigentlich immer 5, beziehungsweise habe die letzten Monate immer 5 geschafft. Das erste Buch, was ich gelesen habe, war The Inheritance Game von Jennifer Lynn Barnes. Das ist ein Mystery-Buch. Ich würde sagen, es ist Mystery. Und ich habe diesem Buch 3 Sterne gegeben. Ich bewerte meine Bücher immer in Sternen und bin da noch nicht ganz so picky. Ich habe eigentlich nur so, also ich gebe den meisten Büchern entweder 3, 4 oder 5 Sterne. Aber ich habe diesem Buch 3 Sterne gegeben. In dem Buch geht es um Avery Grams. Es ist ein jugendliches Mädel, das noch zur Schule geht, noch unter 18 ist. Und sie bekommt random von einem Milliardär sein Vermögen geerbt. Sie kennt diesen Mann nicht, sie weiß überhaupt nicht, wer das ist und weiß natürlich auch nicht, warum sie dieses Geld geerbt bekommt. Und in dem Prozess, wo das Erbe bekannt gegeben wird, wird auch klar, dass das alles nicht ganz ohne Konsequenzen kommt. Und zwar gibt es eine Bedingung. Avery muss ein Jahr lang in dem Anwesen leben, in welchem dieser Milliardär gelebt hat und in welchem auch seine beiden Töchter und seine 3 Enkelsöhne wohnen. Sorry, es sind 4 Enkelsöhne. Das heißt, Avery sagt natürlich zu. Der würde nicht zusagen. Man merkt aber ganz schnell, okay, in diesem Haus geht es hier nicht ganz normal zu. Das Haus hat unglaublich viele Rätsel. Der verstorbene Milliardär hat Rätsel geliebt, hat auch ganz viele Rätsel hinterlassen, die nicht nur sie, sondern auch die 4 Enkelsöhne von ihm lösen. Und natürlich ist die ganze Zeit im Hinterkopf die Frage, warum ist Avery in das Ganze verzwickt, wenn anscheinend keinerlei Relation zwischen den beiden stand. Und man fragt sich halt die ganze Zeit, was geht da eigentlich ab? 2 der Enkelsöhne sind auch ungefähr in Averys Alter. Und es gibt ein sweetes Love Triangle noch. Das Ganze ist aber eher so ein Subplot. Also weshalb ich dem Ganzen nur 3 Sterne gegeben habe, war zum Beispiel auch unter anderem deshalb, weil der ganze Roman-Subplot relativ wenig thematisiert wird. Beziehungsweise ihre innere Gefühlswelt diesbezüglich gar nicht so richtig thematisiert wird und man gar nicht so richtig versteht, wen findet sie jetzt gut, warum findet sie wen gut, warum involviert sie sich jetzt mit irgendjemandem. Also das war alles irgendwie ein bisschen stumpf, hatte ich das Gefühl. Was aber, Spoiler Alert, in den nächsten beiden Teilen besser wird auf jeden Fall. Der zweite Punkt, der mir auch nicht ganz so gut gefallen hat, war die Umsetzung der Rätsel. Klar, die Rätsel an sich waren cool, aber es wurde alles so super schnell aufgelöst. Es war immer so Introduction zum Rätsel und dann 2 Seiten später die Lösung. Und ich als Leserin konnte halt gar nicht richtig miträtseln und mitdenken. Das fand ich ein bisschen traurig. Ich habe es trotzdem sehr enjoyed zu lesen. Es hat trotzdem Spaß gemacht zu lesen. Und zwar so viel Spaß, dass ich dann nach diesem Buch in die Buchhandlung gelaufen bin und mir die nächsten beiden Teile gekauft habe. Und da kommen wir auch schon zum zweiten Buch, was ich diesen Monat gelesen habe. Ich habe die nämlich genau hintereinander alle nacheinander durchgelesen. Das zweite Buch ist The Hawthorne Legacy. Das Buch fand ich auf jeden Fall besser als den ersten Teil. Dem habe ich 4 Sterne gegeben. Das Problem bei Trilogien ist, dass ich immer nicht so ganz einordnen kann, was im zweiten Teil passiert ist. Ich habe immer das Gefühl, der erste und der dritte Teil sind so, ja klar, hier findet die ganze Introduction statt und hier findet die ganze Auflösung statt. Ich glaube, der zweite Teil war sehr viel mit Rätsel um Familienverhältnisse geprägt und man hat gesehen, wie Avery sich an ihren neuen Lebensstil immer mehr gewöhnt hat, beziehungsweise immer mehr in diese Welt eingetaucht ist, weil ein Milliardär zu sein bedeutet schon sehr viel. Und auch wenn sie die Milliarden noch nicht komplett geerbt hat, weil sie ja erst die Erfüllung machen muss, dass sie ein Jahr in dem Haus gelebt hat, hat sie natürlich schon Zugriff zu Sachen wie dem Privatjet, irgendwelchen Ferieneinrichtungen. Und es war auf jeden Fall ganz spannend zu lesen. Ich will aber natürlich nicht zu viel erzählen, weil ansonsten der ganze Plot quasi gespoilert wird. Aber das fand ich auf jeden Fall schon besser als den ersten Teil. Und dann habe ich den dritten Teil gelesen, The Final Gambit. Und ich glaube, das war sogar mein Lieblingsteil von den 3, auch wenn ich dem auch nur 4 Sterne gegeben habe. Die Romance-Sache ist wirklich in Fahrt gekommen. Es gab eine große Auflösung quasi am Ende und auch die ganzen Rätsel, alles wurde aufgelöst und ich muss sagen, ich habe keine der Plot-Twists kommen sehen. Ich fand das alles nice. Manche Plot-Twists waren ein bisschen zu absurd. Und ich bin ehrlich, irgendwann habe ich nicht mehr ganz so durchgeblickt, was die Familienverhältnisse angeht. Auch ohne da viel vorwegnehmen zu wollen, ist es einfach unglaublich viel durcheinander. Wer ist ein Kind? Wer ist wessen Elternteil? Wer ist mit wem verwandt? Wer ist der Onkel von dem und dem? Und die ganzen Verhältnisse zwischen den Leuten, die ganzen Relationships, haben mich ein bisschen durcheinander gebracht. Aber ich fand es trotzdem sehr, sehr gut. Und auch das Ende war sehr, sehr gut. Es gab ein Rätsel, was mir besonders gut gefallen hat. Es geht um Schach.
Und es gab eine Szene, also die Schachszene, für alle, die es gelesen haben oder alle, die es noch lesen wollen. Die fand ich richtig, richtig nice, weil die so gut durchdacht war. I love it. Ja, nice Character Development auf jeden Fall. Falls ihr auf Mystery steht, falls ihr auf Rätsel steht, ist diese Buchreihe auf jeden Fall nur zu empfehlen für euch. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, war tatsächlich das erste Buch, was ich auf meinem Kindle gelesen habe. Ich liebe mein Kindle. Ich bin so froh, dass ich es habe. Und zwar habe ich gelesen King of Wrath von Anna Huang. Ich habe sehr viel von Anna Huang gehört. Die ganze Twisted-Serie ist ja auch von ihr. Die habe ich noch nicht gelesen. Ich habe einfach random damit angefangen, mit King of Wrath. Das ist das erste Buch der Kings of Sin-Reihe. Es geht um eine Frau, die in einer Familie groß geworden ist, die quasi from the bottom to the riches kam. Ihr Vater hat sich ein Unternehmen selbst aufgebaut, ist unglaublich stolz auch darauf, was diese Familie erreicht hat, alles. Will aber immer mehr. Ihr war schon klar, dass sie irgendwann wahrscheinlich zwangsverheiratet wird oder halt bezogen beziehungsweise ein Business-Arrangement eingehen soll, genauso wie ihre Schwester es auch schon getan hat und aus diesen Gründen heiraten soll. Und auf einmal geht alles schneller als gedacht und ihr Vater setzt sich mit ihr hin und sagt, hey, ich habe hier jemanden für dich, den du heiraten sollst. Und derjenige ist ein absolut angesehener Bachelor, der Beste der Besten, auch Milliardär natürlich, kommt von Old Money. Seine Familie ist schon seit mehreren Generationen reich. Natürlich will so jemand nicht einfach so sie heiraten, sondern was sie nicht weiß, hat ihr Dad ein Druckmittel gegen ihn in der Hinterhand. Das heißt, er hat belastendes Material, weshalb Dante, so heißt der Milliardär, dazu gezwungen ist quasi, sie zu heiraten. Es ist Forced Proximity, Forced Marriage. Dante hat aber natürlich vor, das belastende Material verschwinden zu lassen, arbeitet da auch aktiv dran, ist aber in der Zwischenzeit natürlich irgendwie dazu genötigt, in der Öffentlichkeit mit Vivian, so heißt unsere Protagonistin, ich habe es noch gar nicht gesagt, mit Vivian in der Öffentlichkeit aufzutreten, mit ihr zusammenzuwohnen, mit ihr als verlobtes Pärchen irgendwie zu agieren. Das heißt, sie wohnt auch bei ihm. Natürlich merkt er irgendwann, dass Vivian wirklich ganz toll ist und verliebt sich in sie. Was natürlich ein großes Hin und Her auslöst, weil natürlich kann er nicht ihren Vater zerstören und das ganze Blackmail-Material zerstören und gleichzeitig sie haben. Und gleichzeitig passiert natürlich ganz viel drumherum. Vivian kommt ja in eine ganz neue Ansehensklasse quasi, weil sie jetzt nicht nur einfach nur die Tochter eines Neureichen ist, sondern auch noch einen Old Money Guy als Verlobten hat und struggelt auch noch mit ihren anderen persönlichen Sachen und mit ihrer Karriere. Und ja, ich fand's nice zu lesen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe. Ich habe dem Buch 3 Sterne gegeben. Ich mochte, wie es geschrieben ist. Es war super easy und nice zu lesen. Der Spice war auch gut, meiner Meinung nach. Hat mich abgeholt. Nur hat mir irgendwie ein bisschen was gefehlt. Ich weiß auch nicht. Also, es hat ein bisschen was gefehlt, um ihm 4 Sterne zu geben. Irgendwie, ja. Es hat mich schon abgeholt, aber es hat mich jetzt nicht so abgeholt, dass ich dachte, oh mein Gott, ich muss unbedingt jetzt direkt den nächsten Teil lesen und das war so gut. Also ich fand's nice. Ja, ich fand's nice. Punkt. Ich denke, ich werde den zweiten Teil auch irgendwann lesen. Steht jetzt aber nicht so hoch auf meiner Prioritätenliste. Aber Anna Huang, wenn ihr ein bisschen so Dark Romance, weil es sind natürlich auch irgendwie Probleme und er ist auch ein sehr launischer Typ. Ja, der ist auch sehr possessive. Also er ist auch sehr eifersüchtig und possessive und sowas. Wenn ihr auf sowas steht, dann kann ich euch King of Wrath auf jeden Fall empfehlen. Und das 5. Buch, was ich im August gelesen habe. Und da habe ich mich unendlich drauf gefreut. Und ich bin so froh, dass ich es jetzt gelesen habe. Ist A Court of Thorns and Roses. Agatha. Seitdem ich Fourth Wing gelesen habe, wollte ich unbedingt die Agatha-Reihe lesen. Es kam jetzt nur so viel dazwischen, habe ich das Gefühl. Und endlich habe ich es gelesen. Dieses Buch war für mich straight up 5 Sterne. Das soll noch nicht mal das beste Buch der Reihe sein. Deswegen freue ich mich. Bin gespannt, was noch auf mich zukommt. Falls ihr von Agatha noch gar nichts gehört habt, lebt ihr wahrscheinlich hinterm Mond. Oder seid einfach überhaupt nicht an Fantasy interessiert. Sarah J. Maas ist eine absolute Fantasy-Legende, habe ich das Gefühl. Ja. Es geht in diesem Buch um Feyre. Feyre ist ein Mensch, die in ihrem Menschenrealm lebt. Aber es gibt nicht nur Menschen, sondern es gibt auch noch Fairies. Und zwar nicht einfach süße kleine Feen, sondern wer Fantasy liest, weiß, dass Fairies keine netten Gestalten sind, sondern schon eher gruselige Gestalten. Es gibt auch noch High Fae, die sehen schon menschenähnlicher aus, haben natürlich auch noch irgendwie sehr lange Gliedmaßen, sehr lange Finger. Halt nicht menschlich. Es gibt eine tolle Karte. Ich lieb's. Und zwar ist das ganze Land quasi mit einem Strich geteilt. Alles darunter ist die Menschenwelt und alles darüber ist die Fairy-Welt. Und unsere Geschichte spielt in Prithian. Das ist eine Insel, wo tatsächlich nur ein ganz kleiner Teil hier unten das Menschenland ist. Und darüber sind 7 Courts. 7 Fairy Courts. Einer davon
der am nächsten an der Wall ist, dieses ganze Trend, der Spring Court. Feral und ihre Familie sind sehr arm. Sie geht regelmäßig auf die Jagd und hilft ihrer Familie, sich zu ernähren. Die anderen haben irgendwie nicht so Bock. Die sind alle irgendwie noch so ein bisschen an ihren Reichtum gebunden, den sie mal hatten. Sind sich zu fein, jagen zu gehen. Das heißt, Feral ist die Einzige, die irgendwie so richtig was ins Haus bringt. Und auf einer ihrer Jagden sieht sie einen Wolf, der sehr groß ist. Und sie weiß nicht richtig, ist das jetzt ein Fairy oder nicht? Und du kannst Fairies nicht einfach so töten. Dafür brauchst du ein bestimmtes Holz. Und sie hat zufälligerweise genau diesen einen Pfeil dabei. Und sie nutzt ihn auch. Und es stellt sich heraus, es war ein Fairy. Denn sie wird heimgesucht von Tamlin. Der, ohne viel vorwegzunehmen, der High Lord von dem Spring Court ist. Und zwar gibt es scheinbar ein Abkommen, was besagt, dass wenn ein Mensch ein Fairy killt, dieser Mensch entweder auch sterben muss oder, und hier hat Feyre Glück gehabt, mit ins Fairyland gehen muss und da leben muss. Das heißt, Tamlin snackt sich erstmal Feyre, nimmt die mit in sein Spring Court, wo Feyre dann leben soll. Und natürlich ist alles irgendwie ganz schlimm, weil was ist jetzt mit der Familie? Wer sorgt sich um die Familie? Was wollen diese Fairies von mir? Warum bin ich hier? Warum ist hier niemand? Und ja, das ist die Prämisse des Buchs. Und viel mehr kann ich nicht erzählen, ohne zu spoilern, weil es passiert unfassbar viel. Und ich lieb's komplett. Also ich bin so ein Fantasy-Lover. Oh mein Gott. Ich wünschte, ich könnte euch noch mehr erzählen. Die letzten Seiten haben mich so mitgenommen. Es war so ein Rollercoaster. Holy shit. Absolute Empfehlung von mir. Ich weiß gar nicht, was ich noch mehr dazu sagen soll, weil, wie gesagt, ich will euch nicht spoilern, falls ihr es noch nicht gelesen habt. Read it. Und das waren die 5 Bücher, die ich gelesen habe im August. Und jetzt möchte ich noch einen kleinen Ausblick darauf geben, was ich im September lesen werde. Erstmal zu meinen bereits angefangenen Büchern. Zum ersten natürlich A Court of Mist and Fury. Der zweite Teil der Erketa-Serie. Ich bin schon auf Seite 24. Ich bin absolut hooked. Ich freue mich, dieses Buch zu lesen. Das hier ist das Lieblingsbuch von allen gefühlt aus der Reihe. Und wenn das das Lieblingsbuch ist, ich glaube, das wird easy wieder 5-Star-Read. Ich sag's, wie es ist. Dann ein weiteres Buch, was ich bereits angefangen habe zu lesen. 1000 Boy Kisses. Und Leute, ich muss ehrlich sagen, große Trigger-Warning an dieser Stelle, wenn ihr dieses Buch lesen wollt. Alles, was mit Thema Tod und Trauer zu tun hat, Trigger-Warning. Ich habe noch nie bei einem Buch so sehr geheult wie bei diesem. Ich habe schon auf Seite 15, als ich im Café saß, angefangen zu heulen. Und auf der Zugrückfahrt, wo ich den größten Teil gelesen habe, ich glaube, ich bin bis 50% gekommen, ich habe mir die Augen ausgeheult. Es ist das traurigste Buch, was ich je gelesen habe. Aber ich lieb's. Ich lieb auch die Message hinter diesem Buch, weil diese Message ist das, was mich seit meiner Kindheit verfolgt und mitnimmt. Und ich kann eigentlich jetzt schon sagen, dass das auch easy ein 5-Star-Read wird, auch wenn ich erst bei der Hälfte bin. Aber es ist so emotional, es ist so schön geschrieben. Ich liebe es. Ich liebe es wirklich so sehr. Die beiden Bücher, die ich angefangen habe, die werde ich auf jeden Fall zu Ende lesen. Und dann ist so ein bisschen die Frage, ich habe schon alle anderen Teile von Agatha noch hier. Vielleicht werde ich einfach diese Reihe durchballern. Who knows? Ich habe aber auch einige Bücher noch in meinem Amazon-Warenkorb, die ich bestellen will. Die Twisted-Reihe. Die gibt es auch bei Kindle Prime. Nee, wie heißt es? Kindle Unlimited. Also werde ich eventuell es auch einfach auf Kindle Unlimited lesen. Aber ich finde die Bücher eigentlich ganz cool. Also ich finde die Cover ganz cool. Und ich liebe es einfach, Bücher zu haben. Mir fällt es noch so schwer, einfach zu sagen, nee, ich lese es auf meinem Kindle. Aber eventuell werde ich die auf meinem Kindle lesen. Dann Magnolia Parks. Absolut krank freue ich mich da drauf, weil mir gesagt wurde, das sind absolut geile Bücher, die Gossip Girl Vibe haben. Und ich liebe Gossip Girl, also brauche ich diese Bücher. Und die Titel sind so geil, also die Cover sind richtig, richtig geil. Divine Rivals steht auch noch auf meiner Liste. Der zweite Teil von A Good Girl's Guide to Murder, Good Girl Bad Blood, will ich auch unbedingt lesen, weil mich der erste Teil auch so gecatcht hat. Und was ich eventuell auch lesen wollen würde, ist The Natural. Da macht es eigentlich auch am meisten Sinn, die auf dem Kindle zu kaufen, weil ich glaube, alle 4 Bücher zusammen kosten da 15 oder 25 Euro oder so. Und das ist halt deutlich günstiger, als wenn ich die ganzen Paperbacks kaufe. Mal schauen, was ich im September alles lesen werde. Das war es auf jeden Fall mit dem Video. Vielleicht habt ihr den ein oder anderen Büchertipp mitgenommen. Habt Bock, irgendwas davon auch zu lesen. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Ich liebe es, mich über Bücher auszutauschen. Und auch wenn ihr irgendwas schon gelesen habt von dem, was ich heute gezeigt habe, schreibt es auch rein. Ich will mich austauschen. Ich will drüber reden. Haut rein, Leute. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!